gerade läuft, ist kein Problem. Man kann ja in der Zeit ganz viele andere Sachen auch machen. Aber ich glaube, so reine Zeitinvestition zum Datenerheben, 4 Monate, ist eine realistische Größe. Ich weiß, das schwankt unheimlich. Manche haben es in der Woche durch, manche brauchen 2 Jahre dafür. Mit 15 Stunden Arbeit, dann ist es eigentlich ein schlechtes Thema für eine DIS. Haben Sie Pech gehabt, aber da kann man ja vorher ein bisschen gucken. Dann die Auswertung, vielleicht 1 Monat, wenn Sie Leute haben, die Ihnen ein bisschen helfen und wenn Sie das gut vorbereitet haben. Dann das Schreiben, habe ich jetzt mal 3 Monate angesetzt. Das variiert natürlich total, aber vielleicht schafft es einer in 1 Monat. Das sind aber Ausnahmen, kann ich Ihnen garantieren. Und manche brauchen vielleicht eher ein halbes Jahr oder ein Dreivierteljahr. Korrektur durch Verwandte und Freunde. Das sollten Sie nutzen. Verbrauchen Sie nicht Ihre Betreuer mit irgendwelchen ganz vorläufigen Manuskripten. Die haben viel zu tun, die Leute. Und gehen Sie einfach mal, geben Sie mal einen Text den Freunden, Bekannten, den Eltern oder sowas. Hier, lies mal, wie findest du das und so. Holen Sie sich da schon mal ein bisschen Feedback und geben Sie den Betreuern erst irgendwas, was Sie überarbeitet haben. Dann die Durchsicht durch den Betreuer. Ich habe jetzt mal 3 Monate geschrieben. Es ist nicht vernünftig. Also besser wäre, wenn die Betreuer innerhalb von 3, 4 Wochen die Arbeit zurückgeben würden. Es ist nicht realistisch. Sie haben meistens so viel zu tun. Ich habe es schon erlebt, dass jemand 3 Jahre gewartet hat auf die Korrektur seines Manuskripts. Ich habe es schon noch 3 Jahre. Ich habe es schon häufiger erlebt, dass das Jahr vergangen ist. Ja, am liebsten hätte ich dann ein Kerzchen angezündet, erst das Jahr vorbei und so. Und ein halbes Jahr habe ich jetzt schon ganz oft mitgekriegt. Also rechnen Sie mit 3 Monaten. Ich sage nicht, dass es gut ist, aber es ist leider so. So, dann müssen Sie die Korrekturen einpflegen, die Betreuerin, was sie so moniert hat. Und dann das Layout und das alles endgültig fertigstellen, unterschätzen Sie das nicht. Das dauert manchmal viel länger, als man denkt. Ich habe jetzt mal 1 Monat angesetzt. Es geht auch schneller. Wenn Sie sich hinterklemmen, brauchen Sie vielleicht 1 Woche. So, macht zusammen 14 Monate. Und das ist so das, was bei uns am schnellsten Doktorarbeiten sind. Wir sind dann wirklich von Start bis Abgabe beim Promotionsbüro 14 Monate. Kommt so ohne. Dann hoffe ich bis zum nächsten Jahr mal noch. Mal noch ein Tipp zur Auswertung. Man muss nicht unbedingt im Computer ein Programm haben, mit dem man auswertet. Das muss nicht sein. Viele denken das, aber es tut manchmal auch eine Strichliste. Und das hängt sehr davon ab, was für ein Typ Mensch Sie sind. Wenn Sie gut mit Computern umgehen, dann brauchen Sie die Strichliste wahrscheinlich nicht. Wenn Sie mit dem Computer auf Kriegsfuß stehen, dann werden Sie wahrscheinlich auch nur mit 100 Patienten, deren Akten Sie durchgucken und Sie gucken 20 verschiedene Items, dann ist wahrscheinlich eine Strichliste immer noch besser, als dass Sie das mit einem Programm machen, durch das Sie nicht durchblicken. Ja, also überlegen Sie das, es ist kein Zwang, dass man das mit dem Computer macht. Wenn Sie wissen, dass Ihre Auswertung komplizierter werden wird, dann lohnt es sich, sich rechtzeitig beim SPSS-Kurs anzumelden. Den macht hier jemand aus der Biometrie, Frau Großer, und die macht einen super SPSS-Kurs. Und dieser Kurs, der ist halt beliebt und deswegen gibt es eine Wartezeit. Und deswegen sollte man sich rechtzeitig dafür anmelden und die Details finden Sie nachher im Skriptum. Sie finden auch dort noch zusätzliche Details darüber, wie man seine Daten am besten archiviert und so weiter und so fort, wie man die gestaltet. Das kann ich jetzt in der kurzen Zeit. Nochmal ein Tipp zum Schreiben. Das ist ein Tipp aus der Schreiberzunft, also Leute, die beruflich schreiben. Die haben ja auch manchmal Schreibhemmungen. Und die meisten Schreibhemmungen sind darauf zurückzuführen, dass die Leute versuchen, von vornherein als erstes gleich einen sauberen Satz zu schreiben, der richtig gut ist. Literatur, ja, so. Dann geht nichts mehr. Also sie müssen das in mehreren Schritten teilen und der Hauptschritt und Schnitt, den Sie machen müssen, ist erstens, erstmal die Gedanken hinschreiben, so wie sie ihnen kommen. Also mit Worten drin, die auf keinen Fall drinstehen können, dürfen und letztendlich in der DIS Formulierungen, die überhaupt nicht schön sind und sonst, so wie es ihnen in den Kopf kommt. Ja? Also diese Methode ist scheiße, weil das und das und so weiter. Bitte schön, schreiben Sie es so hin. Aber schreiben Sie in Ihrem Schreibfluss runter.
So, und dann ein nächster Arbeitsschritt, später als getrennter Arbeitsgang, vielleicht erst am nächsten Tag, setzen Sie sich hin, ersetzen dieses eine Wort durch irgendwas anderes, dann nehmen Sie nicht später nicht diese blaue Lösung, sondern dann gucken Sie nach, was genau das für eine Lösung war, tragen Sie ein und so. Da benutzen Sie ganz einfache Teile Ihres Gehirns, die dann behindern würden Ihre Kreativität beim Schreiben. Also, nie gleichzeitig schreiben und redigieren. Sie schreiben einfach erstmal die Gedanken runter. Ich kenne einige begnadete Leute, die können das trotzdem gleichzeitig. Aber die meisten von Ihnen werden nicht dazu gehören, schätze ich. In welcher Reihenfolge schreibt man am besten das? Also, immer zwischendurch Textvorschläge. Ja, das ist so das Allererste. Dann würde ich mit Material und Methoden anfangen, weil das ist das Erste, wo Sie sich darüber Bescheid wissen. Es ist auch meistens am einfachsten zu schreiben. Dann haben Sie irgendwann Ergebnisse, schon mal eine Abbildung, eine Tabelle, dann kann man die ja beschreiben schon mal. Ja? Das ist auch noch relativ einfach. Als nächstes interpretieren Sie Ihre Ergebnisse, schreiben also eine Diskussion dazu. Das ist dann schon ein bisschen schwieriger. Dann fassen Sie zusammen, was Sie gefunden haben. Und dann kann man eigentlich erst richtig die Einleitung schreiben. Sie können dabei natürlich die Textbausteine benutzen, die Sie vorher schon geschrieben haben, aber wirklich die Einleitung schreiben kann man erst, wenn man weiß, was man eigentlich erreicht hat. Ich zeige Ihnen gleich nachher, warum. Und am Schluss die Fragestellung, die eigentlich erst am Anfang steht. Und das sage ich Ihnen auch gleich, warum man das so am besten macht. So, es geht auch anders. Ja, also das ist kein... Das muss man jetzt machen. Wer das anders machen möchte, lieber mit der Einleitung anfängt, bitte. Das ist okay. Ja, es geht auch anders. Aber wenn Sie mich fragen, wie soll ich es machen, würde ich sagen, so. Was gehört in Material-Methoden rein? Was gehört nicht rein? Also, welche aktiven Proben habe ich untersucht? Woher habe ich diese bekommen? Welches waren die Ein- und Ausschlusskriterien? Wie habe ich untersucht, eventuell primäre und sekundäre Endpunkte, Messmethoden, Angaben zur Randomisierung und Verblindung und natürlich auch statistische Methoden, die Sie angewandt haben. Das gehört bei Material und Methoden. Wie ausführlich muss Material und Methoden sein? Da gibt es ein ganz einfaches Rezept, nämlich das Kochrezept. Im Grunde sollte es so sein, dass es ohne Rücksprache wiederholbar ist. Also beim Experiment, wenn jemand hier Material und Methoden liest und er macht das dann genauso, wie es da steht, dann müsste genau dasselbe hinterher rauskriegen wie Sie. Oder bei den Akten, die Sie studiert haben, müsste man das auch. Das ist natürlich ein bisschen idealisiert. So richtig diesen Anspruch kann man an den Doktorarbeit nicht stellen. Aber das ist so das Ideal, an dem man versuchen kann, Professoren zu beziehen. Was gehört in den Ergebnisteilen? Alles, was ich gemessen und gezählt habe. Also irgendwelche Tabellen, Grafiken, Bilder, die Sie gemacht haben und natürlich auch Kasuistik. Wie ausführlich muss das sein? So, dass ich die Schlussfolgerung, die Sie hinterher ziehen, nachvollziehen kann anhand der Ergebnisse. Ja. Was gehört in die Diskussion? Die Interpretation Ihrer eigenen Ergebnisse. Also den Ergebnisteil nicht schon interpretieren. Auch nicht sagen, das waren nur 3%. Das nur gehört da nicht rein. Das waren 3%. Das ist nur 3%. Warum, dass Sie eigentlich 37 erwartet haben, das gehört in die Diskussion. Ja, also keine Wertung in den Ergebnisteil. Sie vergleichen Ihre Ergebnisse mit den Ergebnissen, die man in der Literatur schon findet. Vielleicht stellen Sie eigene Hypothesen auf, vielleicht ziehen Sie eigene Schlussfolgerungen. Und am schönsten ist es, wenn Sie auch praktische Schlussfolgerungen ziehen. Wobei das durchaus sein kann, dass Sie zum Beispiel feststellen, also eigentlich war der ganze Ansatz nicht so okay, man kann gar nicht die Schlussfolgerungen ziehen, die man gerne möchte, weil es ist das und das und das nicht berücksichtigt worden bei dem Experiment, bei dem Studium, bei dem was weiß ich. Man müsste es eigentlich so machen. Und dann kommt eine Anleitung eigentlich für Ihren Nachfolger, für Ihre Nachfolgerin, wie das Programm ist für diese Doktorarbeit.